Den Reis bekommt er umsonst hier im Camp. Ganu Tamang hat mit seiner Familie Zuflucht in einem Park mitten in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu gefunden. Sein Haus ganz in der Nähe hat das Erdbeben zerstört. Mit seiner Frau und der Familie seines Sohnes wohnen und schlafen sie in diesem improvisierten Zelt. Holzlatten und Planen als Schutz gegen den häufigen Regen. Ganu macht sich Sorgen um seine Enkelin. Die Kleine hat Fieber und er glaubt, das liegt an den hygienischen Zuständen im Camp. Weil es kaum Toiletten gibt, verrichten viele ihre Notdurft in der Nähe der Zelte. Dort, wo die Bewohner schlafen, essen und trinken. Ihr geht es ganz schlecht. Sie ist ganz heiß und will nichts essen. Seit gestern ist sie krank. Das Wasser, das sie hier liefern, mit dem stimmt etwas nicht. Wir bekommen das Wasser direkt im Camp. Es reicht nie für alle hier. Gestern habe ich endlich etwas bekommen. Und jetzt ist meine kleine Tochter krank. Auch sie fühlt sich schlecht. Über Lautsprecher wird bekannt gegeben, dass eine neue Wasserladung angekommen ist. Ganu und seine Schwiegertochter Rumi machen sich sofort auf den Weg. Jeder bekommt eine Flasche Wasser zugeteilt. Als die beiden ankommen, hat sich bereits eine lange Schlange gebildet. Wollen wir uns hier wirklich anstellen? Dir geht es doch nicht so gut. Ich stelle mich jetzt nicht in die sengende Hitze. Am Ende gehen wir sowieso wieder leer aus. Sie machen sich auf den Weg zu ihrem zerstörten Haus. Normalerweise arbeitet Ganu als Taxifahrer. Aber an Geld verdienen ist im Moment nicht zu denken. Seit dem Erdbeben gibt es kaum Touristen in der Stadt. Und so haben sie nur das bisschen Geld, das er in der Tasche hatte, als die Erde plötzlich anfing zu beben. Ich war mit dem Auto unterwegs, als die Erde bebte. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich konnte das Auto kaum auf der Straße halten. Ich machte mir natürlich Sorgen um meine Familie und fuhr schnell nach Hause. Zum Glück waren meine Frau und die Kinder schon draußen. Aber meine Schwiegermutter nicht. Ich habe sie dann mit anderen Helfern aus dem Haus gerettet. Gott sei Dank lebt sie. Nachher will ich sie noch besuchen. Das Haus ist nur 15 Minuten vom Zeltlager entfernt. Doch der Weg strengt sie an, denn beide haben heute noch nichts getrunken. Ein Kioskbesitzer aus der Nachbarschaft schenkt ihnen Limonade. Ganu ist dankbar, denn oft passiert so etwas nicht. Ich finde, es sollte jetzt alles umsonst verteilt werden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Gleich nach dem Erdbeben haben Geschäftsleute Handys verkauft, für viel mehr Geld als sonst. Dann kam es hier an einigen Ecken zu Unruhen. Die Armee hat die Händler dann vertrieben. Die dürfen jetzt nichts mehr in der Nähe des Lagers verkaufen. Sie laufen vorbei an Fassaden, die noch einigermaßen intakt aussehen. Aber, sagt Ganu, du musst hier mal reinschauen, dann weißt du, wie es dahinter aussieht. Hier haben seine Nachbarn gelebt. Manche liegen noch immer unter Trümmern begraben. Am Ende der Straße hat der 55-Jährige bis zum Erdbeben mit seiner Frau, den Kindern, Enkeln und der Schwiegermutter gelebt. Zur Miete in einer Dreizimmerwohnung. Zum ersten Mal seit dem Beben ist er hier.
Schon jetzt ist klar, das Haus muss abgerissen werden. Ganos Nachbarn suchen nach ihren Habseligkeiten. Töpfen, Fotos und Kleidung, Dinge, die die Familie noch gebrauchen können. Sie alle warten auf Hilfe von der Regierung, aber bis jetzt, erzählen sie Gano, hätte sich noch niemand blicken lassen. Er trifft den Hausbesitzer. Wie geht's dir? Ich habe gehört, dass hier viel geklaut wird und der Regen der letzten Tage macht das sicher auch nicht einfach. Kriegt ihr das alleine hin? Mit dem Haus haben wir alles verloren, was wir besaßen. Trotz des Regens leben wir hier draußen bei den Trümmern. Ganz viel ist weg, vielleicht geklaut, ich weiß nicht. Und die Regierung macht kaum etwas, von der kommt bisher keine Hilfe. Aber immerhin versorgen uns die Menschen in der Nachbarschaft mit Essen. Um die Ecke entdeckt Gano eine andere Nachbarin. Ihr Haus steht. Es ist aber um einige Zentimeter abgerutscht, erklärt er. Trotzdem nutzen es einige als Unterschlupf. Wir sind gerade wieder hergekommen. Ich versuche, ein paar von meinen Sachen aus der Wohnung zu retten. Außerdem habe ich hier sogar Wasser und kann unsere Kleider waschen. Ganz in der Nähe befinden sich die alten Königspaläste. Gano war immer stolz auf das Weltkulturerbe seiner Stadt. Wegen der alten Tempelanlagen kamen viele Touristen nach Kathmandu. Touristen, mit denen auch er sein Geld verdient hat. Er kann kaum fassen, was er hier sieht. Der weltberühmte Durbarplatz in Trümmern. Schon jetzt ist klar, er kann nicht wieder aufgebaut werden. Auch für ihn und seine Familie waren die Palastanlagen aus dem 12. Jahrhundert ein wichtiger Treffpunkt. Seit 55 Jahren lebe ich hier. Ich komme jedes Wochenende mit Freunden und mit meiner Familie hierher. Wir haben es geliebt, hier abends zusammen Tee zu trinken. Es ist so traurig, dass das ganze kulturelle und geschichtliche Erbe verloren ist. So viele wertvolle Statuen wurden zerstört. Ich könnte weinen. Seine Schwiegermutter hat in einem kleinen Tempel Zuflucht gefunden. Shantamaya ist 102 Jahre alt. Sie und ein paar Freundinnen wollen den Tempel nicht mehr verlassen. Geht es dir gut? Naja, das seht ihr doch. Hast du Frühstück bekommen? Ja. Ja, sie kriegt hier was zu essen. Was fehlt dir? Hast du Schmerzen? Ja, ich habe Schmerzen und ich kann gar nicht mehr aufhören zu zittern. Ja, ich zittere die ganze Zeit. Sie hat Schmerzen. Und dein Asthma, was ist mit deinem Asthma? Ich habe Probleme beim Atmen. Sie hat Asthma. Ich habe Kopfschmerzen. Und meine Beine, ich kann kaum noch laufen und habe Fieber seit dem Erdbeben. Aber die Ärzte haben nichts gefunden. Wichtig sei, dass sie hier im Tempel nah bei den Göttern sind, sagen die alten Frauen. Dann plötzlich holt die Schwiegermutter noch ein paar Atemschutzmasken aus ihrer Tasche. Die Leute sprechen von Seuchen, sagt sie. Ihr müsst euch schützen. Es ist Abend geworden, Zeit wieder ins Camp zu gehen. Am nächsten Morgen. Gano macht sich Sorgen. Seine Schwiegertochter Rumi hat über Nacht Fieber bekommen. Er hat schon versucht, Medikamente zu besorgen, aber nichts bekommen.
beide glauben, dass das schlechte Wasser schuld ist. Er versucht, sie zu trösten. Gano hat gehört, dass eine deutsche Hilfsorganisation schon bald Trinkwasser verteilen will. Er macht sich auf den Weg. Irgendwo hier in der Nähe soll es sein, im örtlichen Wasserwerk. Nach 10 Minuten hat er den Hof gefunden, in dem das technische Hilfswerk eine Trinkwasseranlage aufgebaut hat. 30.000 Menschen sollen hier täglich mit Wasser versorgt werden. Aber es gibt noch kein Wasser. Gano ist eingeschüchtert von dem Pressetrubel. Ein EU-Kommissar ist zur Einweihung der Anlage gekommen. Nach ein paar Minuten ist die Veranstaltung beendet. Der Kommissar ist weg und Gano kann seinen Kanister füllen. Das Wasser ist sauber, wird ihm versichert. Ich bin so glücklich, endlich kostenloses Trinkwasser zu bekommen. Das ist sehr wichtig für uns. Ich werde gleich ins Camp gehen und den anderen sagen, dass es hier sauberes Trinkwasser gibt. Ein Problem ist erst einmal gelöst. Jetzt will sich Gano um eine bessere Unterkunft für seine Familie kümmern. Ein richtiges Zelt, etwas größer und stabiler. Sein Zuhause auf unbestimmte Zeit.